Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam. Dies ist das Spielemagazin und wir sind beim Hollywood Casino 400 beim Kansas Speedway. Und das bin ich, meine Lieben, Pornoralle. Ja, so sieht's aus. Ich würde mich ganz gerne in dieser Ausgabe diesem Rennen widmen. Ein Setup dafür haben wir schon. So sieht's aus. Und ich bin sehr gespannt, wohin mich das führt. 32286 ist die Zielvorgabe. Mal sehen, ob wir dem Ganzen nahe kommen. So. Wir sind auf jeden Fall schon mal on track. Outside. Der Brad Keselowski hat mich schon mal kassiert. Und ich muss nur ganz minimal vom Gas und schon kann ich die Kurve nehmen. Vielleicht muss ich auch zweimal kurz vom Gas. Kann auch gut sein. Ich saug mich jetzt mal an. Stay on the bottom. Alright, clear outside. So. Und damit müssten wir doch eigentlich der Bestzeit schon ziemlich nahe kommen. So sieht's auch aus. Das ist hervorragend. Wir machen jetzt diesmal kurzen Prozess. 31,935 ist ein ordentliches Ergebnis und das hätte auch die Pole mit sich gebracht, aber natürlich mit Windschatten und allem drum und dran. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen ohne Windschatten. War wahrscheinlich nicht mal nah dran, aber wir machen einfach das Beste draus. Einmal schön Schwung holen und dann geht's ab. So, da habe ich mich ein bisschen raustragen lassen, war nicht ganz so optimal, aber egal. Ich nehme die Kurve sowieso. Alles andere geht mir am Po vorbei, denn ich bin Pornoralle. Ja, das ist doch top. Zweiter Platz, kann man nicht meckern. Besser als mein Gesang. So, dann würde ich vorschlagen, oh, habt ihr gesehen, wie knapp das war? 31,995, die Pole, 31,997, zweiter Platz. Ja, so könnte es gehen. Okay, los geht's. NASCAR returns to the heartland, Kansas, for the Hollywood Casino 400. We're halfway through this year's playoff season, and after today, the playoff field will be cut from 12 to 8. Let's head down to the track as the action is just about ready to get underway. So, ihr habt's gehört. Aus den Playoffs werden jetzt wieder vier Fahrer eliminiert. Ich zähle nicht dazu, denn ich hatte trotz einiger, sag ich mal, wechselnder Leistungen immerhin ein paar gute Ergebnisse vorzuweisen und dementsprechend komme ich ganz ungeschoren durch diese Runde der besten 12. Wir müssen dann eben schauen, wie es weitergeht, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf dieses Rennen. So, wir holen Schwung, sind immer noch gleich auf, Rad an Rad, aber jetzt! Oh shit, ich hab gepennt, ich hab voll gepennt, scheiße, ich war total fokussiert auf alles, nur nicht auf die Wand. Okay, egal, so jetzt, Konzentration.
verdammte Axt. Mann. Einmal nicht aufgepasst und schon. Aber jetzt, ich habe richtig gut Schwung. Jetzt, ich spüre den Windschatten. Oh je. Mensch, da hätte ich den Kurt Busch beinahe abgeschossen. So, es ist wieder ein ganz schön enges Rennen. Auf jeden Fall keins von der Sorte, wo ich mich einfach so abseilen könnte. Aber 31.984 ist keine ganz schlechte Rundenzeit. Es reicht immerhin, um ein paar Meter zu gewinnen, Runde für Runde. Und das ist doch auch schon mal ganz schön. Ich versuche gerade nur noch einmal vom Gas zu gehen. Pro Kurve. In der Hoffnung, dass das ein bisschen hilft. Keep hitting your mark. Ja. You'll keep getting better. Es hilft. Okay, da musste ich jetzt nochmal runter. Also ich versuche das Tempo immer ein bisschen fallen zu lassen bis circa 170 Meilen pro Stunde. Und dann halte ich wieder voll drauf. Das ist jetzt gerade so meine Taktik. Jetzt musste ich halt einmal stärker vom Gas. Weil es müssen schon die 170 sein. Wenn man zu früh wieder drauf trappt, dann kommt die Mauer doch beängstigend nahe. Noch 10 Runden. Und ich hole auch schon das Feld ein. Ja, es läuft ganz gut, auch die Reifen verhalten sich ziemlich unauffällig.
Aber jetzt kommen natürlich ein paar Überrundungen. Da muss ich mich auch wahrscheinlich vor allem clever anstellen, wollte ich gerade sagen. Aber da kam auch schon die Mauer. So. Ja, dann schauen wir mal, dass wir das Ganze jetzt hier ganz entspannt nach Hause fahren. Ich habe eine Viertelrunde Vorsprung, das ist eigentlich ganz gut. Wenn es irgendwie geht, würde ich gerne das Gelblicht vermeiden. So eine gelbe Flagge wäre jetzt irgendwie ganz schön blöd. Und weil ich ja der Hauptverursacher von so manch einer Gelblichtphase war. Würde ich das gerne ausnahmsweise vermeiden. Bis jetzt klappt's. So, wir haben zwar ein bisschen Schwung verloren jetzt so insgesamt, aber das sind halt die Überrundungen, das kostet alles ein bisschen Zeit. Windschatten spüre ich zwar schon hier und da, aber es ist einfach nicht so, dass es jetzt wahnsinnig viel hilft. Dementsprechend versuche ich halt vor allem einfach unbeschadet hier durchzukommen. Aber jetzt sind es auch gar nicht mehr viele Runden und dann darf ich mich hoffentlich wieder feiern lassen. Wäre ja nicht schlecht. Noch zwei Runden, meine Lieben. Und dann ist meine Vitrine wieder einen Pokal reicher. Letzte Runde. So. Das war's, meine Lieben, die restlichen Meter. Den sehe ich entspannt entgegen, denn ich habe gewonnen und damit mit einem 99er Rating lande ich jetzt auch im Feld der Playoffs und zwar bei den besten 8. So richtig spannendes Sehen gab es eigentlich nicht, es war ein klassischer Start-Zielsieg, hier sieht man es, da bin ich auf Platz 1. Nach vorne geprescht. Oh, und dann in die Mauer gefahren, genau. Da war doch was, ne? Ja, hier war es ein bisschen... Ah, ja, ja, gut, okay. Da hatte ich ein bisschen Trouble. Aber danach ging es ja wieder bergauf.
Ganz langsam nur. Aber es ging bergauf. Sehr beeindruckend. So, meine Lieben, dann würde ich vorschlagen, machen wir einfach weiter. Ich wusste gar nicht, dass man hier Pause machen kann. Das finde ich erst jetzt raus. Am Ende der Staffel. Wobei man doch so schöne Screenshots machen könnte hier. Seht ihr das? Hier, Pornoralle. Hier, First Place. Oh ja, hier, da gab es auch nochmal Kontakt. Kontakt! Aber nochmal gut gegangen. Gerade so. Ja, schön. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Wir machen weiter und schauen mal, ob es irgendwelche Resonanzen gibt. Abgesehen jetzt von $415.000, die ich immerhin einschleichen konnte. Ich bin auf jeden Fall weitergekommen, was das Playoff angeht, denn da macht mir keiner was vor. Oh, der Kurt Busch ist ausgeschieden. Das ist ja überraschend. Und der Martin Truex auch. Mensch, Meier. Das kommt ein bisschen überraschend. Aber nicht so überraschend, mein Pokal. Großartig. Großartig. Ja, da dürft ihr jubeln. Völlig zu Recht. Es kann nur einen Captain Bam geben. So. Sehr schön. Damit haben wir das gemacht. Finish, confirm, alles klar, nichts mehr raus. Und dann schauen wir mal, was sich jetzt hier noch so im Nachspann zuträgt. Aha, Round of 8. Das habe ich ja dann wohl gepackt. So, das Summary erstmal anschauen. $435.000, sehr schön, vielen Dank. 123.000 Fans, vielen Dank. Das ist sehr gut. Aha, jetzt gibt es Round of 8. Check out this video. Another day, another dollar. You advance to the next round of the playoffs. Keep it up. You'll be a champion in no time. Another day, another dollar. Mensch, das sind Sprüche. Yeah. Poetry in motion. Sehr schön. Ja, so, jetzt haben wir das gemacht. Your team has momentum. Das kommt genau zur richtigen Zeit. Denn es steht auch schon das nächste Rennen bevor und es ist nicht mehr lange hin bis zum Finale. Und da arbeiten wir drauf hin. Wir sehen hier als nächstes geht's nach Martinsville. Ich bin sehr gespannt und freue mich drauf, denn wir sehen uns da bestimmt morgen wieder. Mein Name ist Captain Bam, ihr seid die Besten, bis morgen. Tschüss. Ich hab heute schon Trillionen Cops besiegt, mein Livestream ist bei Millionen beliebt. Hab heute schon 100.000 Autos geknallt. GTA macht's möglich, ich wurde noch einmal verknallt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Zoo und ein Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regier diesen Tausch. Ich bau alles schön auf und mach's im Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh ab.